Hi, Mom. Du klaust Lollis, Mel. Ich bin enttäuscht von dir. Er ist von dem Baby. Brav gemacht, du kleine Ratte. Gib ihn dem hässlichen Scheusal zurück. Mom. Im Detail, Mel, liegt der Unterschied zwischen gemein und wahrhaft böse. In deinem Alter habe ich schon ganze Königreiche verflucht. Und du kommst jetzt mal mit. Weißt du, Kind, ich versuche doch nur, dir beizubringen, worauf es ankommt. Damit du so wirst wie ich. Das weiß ich. Und ich streng mich jetzt mehr an. Ach, die Katze! Ich wollte sie nicht gleich aus dem Sack lassen. Ihr vier habt einen Platz an einer neuen Schule bekommen. In Auradon. Hey, lass mich los! Was? Ich gehe auf kein Internat, das vollgestopft ist mit braven rosa Prinzessinnen. Und perfekten Prinzen. Oh. Und ich stehe nicht so auf Uniform. Außer wenn sie aus Leder sind, meine ich. Ich habe irgendwo gelesen, dass in Auradon Hunde erlaubt sind. Mom sagt, das sind grausame Bestien, die Jungs fressen, die sich nicht benehmen. Echt, Mom, wir gehen da nicht hin. Oh, hier geht es nicht um euch, Mäusezähnchen. Hier geht es um die Weltherrschaft. Ihr Schwachköpfe! Mel! Ihr werdet fahren, ihr werdet die gute Fee auftreiben und ihr werdet mir ihren Zauberstab bringen. Ganz einfach. Was springt für uns raus? Mutter-Tochter-Thron. Kronen im gleichen Design. Ich glaube, sie meint uns. Es geht hier um mich und dich, Püppi. Siehst du es gern, wenn unschuldige Menschen leiden müssen? Na klar, wer tut das denn? Beschaff den Zauberstab! Dann werden wir zwei uns nach Herzenslust daran erfreuen. Denn mit diesem Stab und meinem Zepter werde ich die Macht haben und unterwerfe das Gute wie das Böse meinem Willen! Unserem Willen. Unserem Willen, unserem Willen. Und wenn du dich weigerst, kriegst du lebenslänglich Ausgehverbot. Hm? Okay, von mir aus. Gewonnen. Ivy, mein kleines Miststück in Ausbildung. Hm? Sieh du mal zu, dass du einen Prinzen mit einem großen Schloss findest, das einen Schwiegermutterflügel hat.